So, was wir jetzt machen, wir machen eine kleine Diskussionsrunde, eine kleine Quatsch- und Plauderrunde rund um das Thema Bloggen. Bloggerlife ist in alle Munde, aber was ist das überhaupt? Natürlich Instagram ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben aber auch welche, die auch auf YouTube unterwegs sind. Und darüber sprechen wir, über die Beweggründe, über das Inszenieren von Fotos, um den Spaß an der ganzen Sache und das Feedback. Und wenn jemand von euch das auch machen möchte, wie geht man da überhaupt dran? Wie schafft man das? Oder ist es einfach unmöglich? Ich will es auch rausfinden, weil wenn ich ein Selfie mit Hund mache, sieht es immer irgendwie aus. Und wenn ich von denen die Fotos sehe, denke ich mir immer, ah, so schön kann ein Foto aussehen. So, deswegen bin ich gleich selber sehr, sehr gespannt. Wir sehen jetzt gleich. Kommen die Männer alle mit rauf oder kommen nur die Mädels rauf? Aber Louis kommt rauf, richtig? Okay, gut. Wir sehen jetzt Anna mit Dalmatina Maddox, so heißt auch der Instagram-Account. Nina, der Instagram-Account heißt Lieblingsviech. Dann Julia, der Instagram-Account heißt Tupagels. Laura, Goldie Kimber, da sagen wir gleich noch was dazu. Dann Lissy, behütet geliebt. Haben auch mal einen anderen Namen gehabt, werden wir auch gleich drüber reden. Lisa, Pfotenliebling. Kiki, Kiki und Nala. Sonja mit Amy, der Appenscheppert. Dann sehen wir auch noch Louis und Pauline, Vitomalia, so heißt der Instagram-Account. Vanessa, verpinscht. Und Linda, Guardian Peak. Jetzt schauen wir mal, ob wir wirklich alle auf die Bühne bekommen. Ansonsten organisieren wir noch einen Stuhl. Und wenn Sie vor der Bühne einmal die Zeit hätten, die Energie, Kraft und Lust, die ganze Diskussionsrunde und die wunderbaren Hunde und unsere Blogger mit einem freundlichen Applaus willkommen heißen. Ich habe gesagt freundlichen. Na gut, okay. Vielen, vielen Dank. So, ihr Lieben, dann machen wir das mal wirklich der Runde nach. Ich gehe gleich mal nach vorne. Ich finde, dass man euch auch sieht. Und ja, dann fangen wir doch einfach mal genau hier an der Seite an. Wie sich's gehört. Also, genau, man sagt ja nicht mehr Ladies first, es ist ja die Zeit der Gleichberechtigung. Das heißt, wir können auch mal mit einem Mann anfangen, ne? Es ist ja Gleichberechtigung. Du kannst ihm auch die Tür aufhalten, sozusagen. Okay, alles ist möglich, genau. Louis, das ist dein Mikrofon. Stell euch doch mal bitte vor und vielleicht machen wir das einmal reihum. Erzählt mal was, einfach... Auf welchen sozialen Netzwerken seid ihr aktiv? Vielleicht auch mal eure, das ist ja auch immer interessant, Followerzahl, eure Hunde, einfach mal so kurz und knackig und dann probieren wir gleich so ein bisschen ins Detail zu gehen. Los geht's, deine Perfekt. 20 Sekunden. Okay, funktioniert's? Jawohl. So. Ja, ich bin der Louis, meine Freundin Paulina. Hallo, ich bin die Paulina. Ihr müsst ein bisschen, lauter? Genau, ja, okay. Bisschen näher ranhalten, genau. Also, ich bin der Louis, meine Freundin Paulina. Ja, ich bin die Paulina, hallo. Genau. Und vor 3 Jahren haben wir angefangen, YouTube zu machen mit unseren 2 Hunden Vito und Amalia. Und gemeinsam sind wir Vitomalia. Mittlerweile gehen wir jetzt langsam auf die 20.000 Abonnenten zu. Und mit unserem Kanal möchten wir einfach Leute inspirieren bzw. zeigen, dass Listenhunde, weil wir ja 2 American Pitbulls haben, bzw. 1 American Pitbull Terrier und 1 American Staffordshire Terrier, dass diese Hunde genauso sind wie alle Hunde auch und mit der richtigen Erziehung, dass es ganz ruhige und ausgeglichene Hunde sein können. Ja, und das ist Vitomalia. Das finde ich eine super Aussage. Vielen, vielen Dank. Das sehe ich nämlich genauso. Also ja. Allein dafür gibt es von mir schon mal einen innerlichen Applaus. Und ich glaube, das kann man so unterschreiben. Am Ende macht die Zusammenarbeit, denke ich mal, Hund und Mensch macht den Ton, der Ton macht die Musik. Und ich denke, wenn man damit mit Liebe und einfach mit Gewissen an alles rangeht, mit Leidenschaft rangeht, und dann ist sowieso immer alles möglich. Und ja, dieses generelle Liste, nein, ja, und du darfst nur so und du darfst nur so, denke ich auch nicht, dass das der richtige Weg ist. Und deswegen, wenn ihr da auch ein bisschen aufmerksam machen könnt, dann finde ich das ganz großartig. Behütet und geliebt. Ihr habt doch mal anders geheißen. Wann? Okay, also genau, wir hießen mal Indianermädchen und Wildfang. Ja, genau. Ja, ich weiß, wie genau. Sehr gut. Genau, Indianermädchen ist die Emily, Wildfang die Hazel und vor fast einem Jahr ist noch unser dritter Hund dazugekommen, Kulani, sein Bearded Collie. Und weil mein Freund jetzt einfach auch viel mehr beim Blog noch mit dabei ist,
haben wir jetzt einen neuen Namen, der Platz für mehr vielleicht noch lässt. Mal gucken. Genau. Okay, also jetzt behütet und geliebt. Wieso diese beiden Worte? Ja, wir haben halt drei Hütehunde. Dadurch sind wir schon mal behütet und auch, wie man bei Hazel gerade, glaube ich, gut gesehen hat, auch geliebt. Andersrum genauso. Ja, genau. In Ordnung. Wie viele Follower? Fakten, Fakten, Fakten. Ja, wir sind hauptsächlich bei Instagram irgendwie aktiv. Ja. Da sind es knapp 40.000. Genau, ansonsten haben wir noch einen Blog. Genau, da gibt es dann so ein bisschen ausführlicher Blogbeiträge. Da weiß ich die Abonnentenzahl nicht. Nee, keine Ahnung. Okay, genau. Super. Dann schon mal vielen, vielen Dank dafür. Dann gehen wir es mal weiter an Lisa. Danke. Pfotenliebling, ja. Der Name. Genau. Du bist alleine da, du hast keinen Hund mit dabei. Ich komme aus Stuttgart. Ah, okay. Und da zwei Eisbären mit im Flieger mitzunehmen, ist nicht so einfach. Eisbären? Ja, ich habe zwei weiße Schäferhunde. Ah, ach krass. Ja. Okay, also das heißt, Flieger würde dann nur gehen mit einer großen Transportbox. Ja, und das möchte ich nicht. Nee, genau. Nee. Das würde ich auch irgendwie niemals machen. Dafür habe ich aber meine Kiki mit dabei. Kiki kennen wir von Kiki und Nala, richtig? Genau, ja. Wir haben beide gemeinsam auch eine eigene Online-Hundeschule, okay. Positive Life Coaching, und sind beide Hundetrainerin und ja. Online-Hundeschule, das stelle ich mir interessant vor, möchte ich gleich mehr hören. Ja. Einfach von zu Hause, vom das Gucken ist alles gut, du musst gar nicht mehr rausgehen. Man, ja, so einfach man guckt ist mit dem nicht. Hund gemeinsam das Video und so, guck doch mal hin, so geht das. Genau. Nee, aber da frage ich gleich nochmal was dazu. Und wo findet man, oder wie heißt die Online-Hundeschule? Positive Life. Ah, okay, Positive Life, kenne ich auch, Life. Na klar, genau. Folge ich doch, ich genau. Idiot. Okay. Super, ja schön. Kiki von Kiki und Nala. Hallo. Lass mich raten, ihr seid beide befreundet, ihr habt eine Online-Hundeschule. Positive. Das hast du gut erkannt, Olli, auf jeden Fall. Also genau, ich bin Kiki vom Instagram-Account Kiki und Nala. Wir haben derzeit knapp 15.000 Follower. Lisa, hast du gar nicht gesagt, ne? Lisa knackt jetzt bald die 20.000. Also falls ihr noch nicht folgt, folgt ihr jetzt unbedingt unter Pfotenliebling. Genau, wir haben eine eigene Online-Hundeschule, Positive Life Coaching, also Paw für Pfote und Positive für halt positiv, also ein positives Leben mit Hund, und setzen dabei vor allem den Fokus auf die Mensch-Hund-Bindung, weil einfach eine gute Bindung zum Hund, die Grundlage einfach für alles, ist auch für ein erfolgreiches Training. Und da setzen wir halt an, das ist halt unser Steckenpferd, unser Schwerpunktthema. Und die Bilder sehen immer so schön aus, es ist wirklich so. Ich habe das vorhin gesagt, wenn ich mich irgendwie hinknie, ich habe es gerade in der Aktionsfläche probiert mit dem Polizeihund Peng. Und dann gucke ich mir das Bild danach an und denke mir, ja, der Hund sieht super aus. Guckt auch gerade durch Zufall in Richtung Kamera. Das war's dann aber. Aber was euch alle verbindet, ist, es sind einfach super ansprechende, tolle Bilder, die auch genau dieses Gefühl, was ihr gerade gesagt habt, auch immer vermitteln, dass das ein Miteinander ist, dass das nicht einfach, da ist der Mensch, da ist der Hund oder keine Ahnung. Das sieht halt einfach, das ist eine richtige Inszenierung. Das ist ja auch eine Kunst. Das muss man ja auch erstmal drauf haben, dass das auch farblich alles so schön ist. Und dass der Hund den schönen Blick drauf hat, auf jeden Fall. Ja, dass der Hund in die Kamera guckt. Also wenn ich meinem Hund sage, guck her, dann wird er alles machen, außer gucken. Und das war sehr anstrengend, ihm das beizubringen. Dass immer, wenn ich sage, na egal. Achte mal das Gegenteil. Auch das ist auf jeden Fall eine gute Auslastungsmöglichkeit für den Hund, dem halt irgendwie beizubringen, schön in die Kamera zu gucken. Da hat man auf jeden Fall auch den ein oder anderen Trick dann nach der Zeit. Genau, ich habe mir nämlich auch gedacht, bevor wir gleich weiterreden, dass ja auch dieses Bloggen mit Hund oder dieses Fotos machen mit Hund, das ist ja trotzdem auch ein Miteinander. Es ist ja trotzdem eine Zusammenarbeit. Das ist ja nicht nur, ja komm, wir machen jetzt mal schnell ein Foto, sondern das kann ja auch nur entstehen, wenn der Hund nicht gestresst ist, wenn der Hund auch weiß, was da gerade passiert, wenn er sich wohlfühlt. Auch nur dann hat er den richtigen Blick drauf und hechelt halt nicht und so. Ja. Und deswegen ist das ja auch eine Art Spiel oder Herausforderung oder Training für den Hund. Ja, auf jeden Fall, und vor allem eine gemeinsame Zeit, was auch wieder bindungsstärkend sein kann, wenn es dann halt dem Hund auch Spaß macht, genau. Ach, Bindung, ich habe immer Bildung verstanden. Nein, Bindung, Mensch-Hund-Bindung, alles genau. Cool. Super, aber mega interessant, vielen, vielen Dank. So, Linda, stell euch mal bitte vor, euren Instagram-Namen, auch Followerzahl, wenn du möchtest. Und sehr gerne, also ich bin Linda, das ist mein Hund Phoebe. Phoebe! Genau. Oh nein! Guardian Peak heißt ihr bei Instagram und Phoebe. Wie wunderschön. Das ist Phoebe. Phoebe ist ein Harzer Fuchs. Harzer Füchse sind relativ selten. Ja. Wir haben noch einen zweiten Harzer Fuchs namens Alice. Okay. Und mittlerweile ist noch ein Border Collie eingezogen, Sykes. Und gemeinsam sind wir Guardian Peak.
Was ist das für ein Name? Warum? Was hat das mit irgendwas wie zu tun? Ja, also Guardian einfach, weil es sind zwar Hütehunde, ja, aber sie haben einfach auch so eine Guardian-Funktion. Und Peak, sie sind spitze. Das ist eigentlich so Guardian Peak. Ich bin total stolz auf meine Hunde. Angefangen mit Instagram hat eigentlich alles. Ich habe viele Bilder gemacht, einfach weil ich Spaß an Fotos habe. Ja. Und das wollte ich dann mit meinen Freunden teilen. Und es wurden immer mehr Freunde. Und das ist das war ja ursprünglich, glaube ich, auch das Prinzip von Insta oder halt von sozialen Netzwerken. Was ich bei Instagram, aber ich finde Instagram halt genau 1000 Mal besser als Facebook, weil ich finde, bei Insta, da geht es auch nicht darum, wir müssen 80-fach kommentieren und nochmal auch gerade so negativ und doofe Sachen. Ich glaube, das passiert sehr, sehr viel mehr bei Facebook. Ich glaube, bei Insta habe ich jedenfalls einfach nur das Gefühl, dass es einfach darum geht, natürlich auch sein Leben in Bildern zu teilen, aber auch einfach Bilder schöner zu arrangieren, es ansprechender zu machen, genau, es gut auszusehen. Also es gibt ja verschiedene Accounts, manche hauen jeden Tag ein paar Bilder raus. Ich habe einen Freund, der ist Fotograf, der haut, glaube ich, jeden Tag 20 Bilder raus. Ich probiere das einfach eher so einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, und manchmal vergesse ich es dann auch oder so, aber ja, keine Ahnung. Aber ich finde also definitiv Instagram das perfekte Medium. Und wenn ich mal, das kommt nicht so häufig vor, wenn ich mal 2 oder 3 Stunden Zeit am Tag habe und ich könnte irgendwas machen, wie zum Beispiel Sport, einkaufen gehen, die Wohnung aufräumen, und ich davor aus Versehen auf Instagram komme, ist halt vorbei. Weil dann sind halt 2, 3 Stunden vorbei und du kannst halt, also vergessen Sie das echte Leben. Kommen Sie auf unsere Seite. Es ist wirklich so. Das macht einfach es macht halt wirklich einfach Spaß, und gerade wenn man sich gegenseitig, und das ist ja auch die Aktion, die wir hier mit Dr. Clouders and Friends probieren, dass wir uns auch einfach immer mal wieder gegenseitig verlinken, gegenseitig erwähnen. So kommt dann zum Beispiel, so kommt ihr dann vielleicht mal auf den Account von Vito Malia, und Kiki und Nala macht dann aber vielleicht auch mal was mit euch oder markiert euch, und dass dann halt so eine kleine Community entsteht. Und das finde ich auch das Schöne, dass alle ja die gleichen Interessen haben. Wir haben alle Interesse Hund, das ist klar, deswegen sind wir hier. Instagram, Social Media ist halt auch eine tolle Sache. Und wenn wir uns da noch ein bisschen mehr vernetzen und zusammenarbeiten, glaube ich, kann das eine ganz, ganz tolle Sache werden. Der Name Phoebe, wie bist du darauf gekommen? Ich habe mal eine Weile in Amerika gelebt und da ist es ein relativ typischer Name. Okay, und so kamen wir dann zu Phoebe. Super, nee, finde ich toll. Ich habe eine Labrador-Dame, die auch Phoebe heißt, aber die heißt so wegen der Serie Friends. Ah, ja. Ein toller Name. Ein sehr toller Name, genau. Den jeder falsch schreibt, der nicht weiß, wie er geschrieben ist. Genau, wie man. Und Phoebe wird er geschrieben. Da steht's, genau, richtig. Super. Vanessa. Jawohl. Verpinscht. Verpinscht noch eins, dann stell euch doch mal bitte vor und erzähl ein bisschen. Wir haben uns ja noch gar nicht gerade getroffen. Ja, also ich bin Vanessa, das ist der Mojo und das ist die Rana. Die Rana ist vor circa einem Jahr jetzt ungefähr dazugekommen. Und wir haben fast 55.000 Follower auf Instagram. Und ja. Red weiter. Instagram haben wir uns hauptsächlich gemacht, um unsere Fotografie zu teilen mit Leuten, weil wir das ganz gern machen, hobbymäßig. Und ja, so sind wir auf den Account gekommen. Okay, also ihr habt einfach angefangen. Und wann habt ihr denn gemerkt, dass das schon was Besonderes ist? Weil jetzt, ich sag mal, wenn du halt sonst, ich sag mal, viele von Ihnen sind vielleicht auch bei Instagram, haben auch einen Hund, ja, machen auch Bilder vom Hund und haben vielleicht 12 Follower oder 317. Und in Richtung 50.000, das ist ja schon mal eine Ansage. Was macht denn da deiner Meinung nach den Unterschied? Ab wann kriegt das Ganze denn so einen Kick? Ab wann merkst du denn, okay, es kommen jetzt eigentlich so viel dazu. Was macht den Unterschied? Ich glaub, oder gibt es einfach kein Rezept dafür? Ich glaube, so ein allgemeines Mittel gibt es da gar nicht. Aber ich glaube, Mojo ist sehr interessant gewesen für die Leute am Anfang, weil er sehr viele Tricks kann. Okay. Gerne, sitz. Probieren noch ein kleines bisschen näher anzusprechen. Genau, also Mojo. Genau. Die Tricks. Genau. Und machen ja auch viele Hunde. Also auch da. Und ich glaube, es gibt dann auch wiederum viele Hunde, die auch Tricks können, die vielleicht auch bei Instagram sind und haben dann halt nicht die 50.000. Mhm. Ja, wir reisen aber auch sehr viel. Also Mojo war schon in London und in Frankreich. Dann war es das wahrscheinlich. Okay. Sehr wahrscheinlich. Wie oft teilt ihr Fotos, Videos, was habt ihr da für eine Schlagzahl? Macht ihr das aus dem Bauch raus oder habt ihr schon, ich sag mal,
so eine Art Sendeplan, dass ihr sagt, also eigentlich wollen wir mindestens einmal die Woche irgendwas Neues bringen oder täglich was Neues oder geht hier auch live? Was sind da eure Ideen? Ja, also ich gucke schon, dass wir regelmäßig was posten, dass wir auch aktuell bleiben. Aber ich sage jetzt nicht... Habt ihr was zum Spiel Deutschland gegen Schweden gebracht? Nein, das Nein, haben noch wir nicht. Okay, na gut. Ist vielleicht auch eine Idee für die Zukunft. Ihr könnt den Eckstoß nachstellen. Ja, genau. Nee, okay, nee, also aktuell also, bleiben. Genau, wir gehen auch regelmäßig live und dann frage ich auch die Leute, was sie denn sehen wollen. Was sie, meistens wollen sie dann die Tricks sehen, tatsächlich. Und ja. Aber das funktioniert ja dann auch nur, sage ich mal, auch wenn ihr eine gute Bindung habt und wenn ihr einfach entspannt miteinander arbeiten genau. könnt. Ja. Weil das ist auch der Grund, warum ich sage, ich poste jetzt nicht täglich, weil die Hunde da auch nicht jeden Tag Lust drauf haben. Ja. Also die Hunde müssen da schon mitmachen wollen. Ja. Ja, cool. Super. Genau. Dann schon mal vielen, vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Danke sehr. So, Sonja. Hallo. Erzähl mal. Ja, ich heiße Sonja. Amy. Und das ist Amy. Amy, der Appenshepherd. Appenshepherd. Woher kommt das Wort? Wahrscheinlich... Also sie ist eine Mischung aus Appenzeller, ah, okay. Border Collie und Australian Shepherd. Und irgendwann sagte eine Freundin, oh, da kommt der Appenscheppi. Und seitdem ach, das heißt, das gibt es eigentlich gar nicht, das hast du dir dann einfach so genau. überlegt. Genau, ist ein ganz normaler Mixmasch, keine Designerrasse, einfach nur ein Mischling. Aber das sind ja schon drei, sag ich mal, drei Mischungen, die da mit drin sind, die auf jeden Fall, sag ich mal, versprechen, dass da gut Energie dabei ist, dass der Hund auch, sag ich mal, beschäftigt werden möchte, dass er nicht nur zu Hause vorm Fernseher sitzt. Wie sieht euer Alltag aus? Wie sieht dein Leben oder Training mit Hund aus? Ja, wie gesagt, also sie fordert schon ein, wenn ich mal drei Tage nichts mache, dann sitzt sie, ja genau. Drei Tage? Wenn ich mal drei Tage nichts mache, sitzt sie dann vor mir so, Frauchen, jetzt könnten wir mal was tun. Ja. Also wenn ich niese oder so, holt sie mir aus der Küche die Taschentücher. Sie macht unwahrscheinlich gerne... Ich bräuchte gerade wirklich eins. Amy, Taschentuch. Ja, wie gesagt, sie macht gerne Tricks, sie lernt die schnell und so sind wir dann auch irgendwann im Fernsehen gelandet. Sie ist ja. Filmhund. Ah, okay. Also eine Kollegin von dir. Okay, ja, ich bin auch Filmhund. Naja, nein. Was denn? Doch, ich war vom Film Cats and Dogs, habe ich den Beagle mit Namen Lou gesprochen. Also ah, war cool. ich auch mal ein Stimmt. Hund, genau. So, habe ich nicht gelogen. Ja, und weil sie auch viel im Fernsehen zu sehen ist, haben wir damals eine Seite erstellt, wo ja. wir dann eben aus unserem Leben schreiben. Eigentlich ist ihre kleine Tochter auch mit dabei jetzt, aber ja, die riecht noch ein bisschen zu interessant ah, für Rüden. Okay. Und damit das hier ein bisschen glimpflicher weggeht, dann habe ich sie zu Hause gelassen. Ja, aber es ist ja trotzdem toll zu sehen. Ich meine, es ist ja auch wirklich ein echt ziemlich gutes Zeichen dafür, dass ihr in dieser Konstellation wahrscheinlich noch nie auf einer Bühne zusammen gesessen habt und dass die Hunde trotzdem alle so entspannt, also entweder so entspannt oder einfach sehr, sehr aufmerksam gerade hier sind. Und, Showmaker. Das scheint aber sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja, ja. Cool. Wie viele Follower hast du? Auf Facebook sind es ungefähr über 5000, ja. bei Instagram weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, da sind wir noch nicht ganz so lange. Okay, gucke ich mal rauf, aber ich folge euch ja, weiß ich dann Bescheid. Ja. Und das sieht so cool aus mit den Pfoten ja, übereinander. Ja, Madame schlägt immer ihre Das Füße macht sie ein. Von einfach ja, so? Ja, ja, ja Diva. Ne? Sie hat manchmal ihre Starallüren. Ach cool, ach sehr schön. Dann schon mal auch ja. vielen, vielen Dank. Danke. Dann reichen wir einmal ganz kurz weiter. Wenn du euch bitte auch einmal kurz vorstellen ja. könntest. Also ich bin Laura von Ed Goldie Kimber und das ist Nala. Wie lange arbeitet ihr schon gemeinsam vor der Kamera, sage ich mal? Vor der Kamera? Das ja, also für Instagram meine ich. So, das ist ja dann vor der Kamera, weil man ja die Bilder macht. Und seit dann knapp 2 Jahren. Seit 2 Jahren, okay. Wie viele Follower habt ihr? Wir haben 14.400 jetzt. Wow, cool. Was für Inhalte... Oder was ist dir wichtig, was für Inhalte du postest, was von dir rausgeht? Ist es auch aus dem Bauch raus eher? Ist es einfach euer gemeinsames Leben? Ist es auch mal, dass du sagst, du inszenierst auch einfach mal irgendwas schön, ein schönes Bild, wo du sagst, ach, das würde ich aber einfach mal gerne darstellen oder hast irgendwie einen schönen Spot draußen im Park, wo du sagst, ach Mensch, auf der Parkbank mit dem Hintergrund, das müssen wir mal machen. Wie gehst du daran? Also ich glaube, das ist alles unterschiedlich, also von allem ein bisschen. Gehst du mal ein ja. bisschen näher ran? Also es ist von allem ein bisschen. Okay, von allen ein bisschen. Wo möchtest du da, ich sage mal, hin, follower-technisch? Wo bist du gerade?
Also wirklich habe ich da keinen Anhaltspunkt. Okay, also einfach so eigentlich aus dem Bauch raus, just for fun und einfach mal gucken, was passiert. Genau, einfach nur Spaß haben dabei. Und ob da jetzt 1000 liken oder 10.000 oder 40, dann ist es eigentlich wurscht, weil es geht dir um die Zeit mit dem Hund zusammen. Genau. Super, das finde ich aber gut. Ja. Super, toll, dankeschön. Sehr vielen Dank, dann komme ich mal. Ja klar, achso, sorry, machen wir es so, dankeschön. Super lieb von dir, danke. Super, ja, kommen wir auf deine Tattoos zu sprechen. Nina. Ja. Lieblingsviecher. Erzähl genau. Mal, wie bist du auf den Namen gekommen? Lieblingsviech ist einfach entstanden, Abwandlung durch Lieblingsmensch. Okay. Es ist einfach mein Lieblingsviech und eigentlich heißt sie ja Käthe. Und wo ist Käthe? Käthe ist zu Hause, für die ist der ganze Trubel nichts. Okay. Da tue ich ja keinen Gefallen mit und deswegen liegt sie zu Hause auf der Couch. Das finde ich nämlich auch super, weil wie gesagt, hier sieht man, hier gibt es Hunde, die auf jeden Fall sehr cool damit klarkommen. Wir waren gerade auf der Aktionsfläche mit dem Polizeihund Peng. Der ist ein super entspannter Hund, den kannst du, glaube ich, überall hinsetzen. Wird ja auch eingesetzt, um jetzt auch zum Beispiel nach Verkehrsunfällen, um auch den Opfern ein bisschen Ruhe zu geben. Das ist ja auch eine Charakterfrage vom Hund und ich finde auch, manche Hunde müssen dann auch nicht auf Teufel komm raus, überall mitgeschleppt werden. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ich würde zum Beispiel auch meine Hunde nicht mitnehmen, weil ich weiß, es wäre einfach ein viel zu großer Stress. Ja. Die Kleine denkt, alles Futter der Welt gehört sowieso ihr und das muss sie jetzt sofort verteidigen. Und ich weiß, für die Große wäre es dann einfach Stress, wenn so viele andere Hunde auch an sie rangehen und das wäre dann einfach doof. Aber finde ich gut, dass du zwar in dem Bereich aktiv bist, dass du ja viel mit Hund machst, aber es heißt nicht unbedingt, er muss immer überall mit, korrekt, sondern da auch dann zu sagen, nee, einfach das, was am besten für den Hund ist. Ja. Wie merkst du das in der Arbeit, auch wenn ihr Fotos macht? Gibt es dann auch den Moment, wo du dann mal denkst, okay, ich glaube, jetzt wird es gerade zu viel, jetzt ist es zu stressig, probieren wir es später nochmal? Ja. Ich habe gestern noch ein paar Fotos gemacht und irgendwann lässt ihre Konzentration danach. Sie ist ja auch schon eine Seniorin. Und das heißt, wie alt ist sie? Sie ist für eine englische Bulldogge, sie wird jetzt 10. 10 Jahre, ja. Englische Bulldogge, okay, wow. Ja. Und dann sagst du auch, okay, dann reicht es für heute. Genau. 2 Minuten Pause und dann jetzt. Dann entstehen ein paar schöne Fotobomb-Bilder und dann verschieben wir das auf den nächsten Tag. Okay, wie viele Follower habt ihr? Ich hoffe gleich ein paar mehr, aber da müsste ich jetzt gleich echt nachgucken. Okay, dann gucken wir gleich nochmal rein. In Ordnung. Aber das ist ja auch die Aktion. Gerne, wenn ihr jetzt auch hier mal ein paar Fotos machen solltet oder wenn ihr live geht oder wenn ihr auch im Nachhinein vielleicht ein bisschen was berichten wollt. Also wie gesagt, wir haben uns jetzt mal hier heute unter dem Namen Dr. Clauders and Friends getroffen. Auch gerne mit dem Hashtag wir liken uns. Also ich probiere auch immer so viel von euch es geht mitzubekommen und ein Gefällt mir dazulassen. Wie viele Stunden, also bei mir sind es Stunden, wie viele Stunden am Tag bist du bei Instagram? Ja, es sind auch Stunden, ja, also cool. Hin und wieder immer mal am Tag und dann, klar, plane ich meine Beiträge dann für Käthe, jetzt auch nicht täglich, ich mache mehr Insta-Stories täglich und Fotos dann so 1 bis 2 Mal die Woche. Okay, in Ordnung. Also bei mir sogar, wenn Urlaub ist, dann denke ich mir, geil, dann habe ich noch viel mehr Stunden Zeit, um einfach im Internet zu sein. Ich möchte es, also früher gab es, glaube ich, mal hat es dir angezeigt, wie viele Stunden am Tag du online warst. Ich glaube, ich will das gar nicht wissen, ich will es nicht wissen. Aber ist ja auch schön, ist doch auch schön. Muss man nicht rausgehen und so weiter. Verbrennt man nicht so viel Kalorien. So, Dalmatina Maddox, ich gebe euch das mal ganz kurz weiter. Magst du euch einmal vorstellen? Ja, wir sind Anna und Martin und das ist unschwer zu erkennen, der Dalmatina Maddox. Ach, du bist Maddox, ja, okay. Der heute seinen Clown gefrühstückt hat. Erzähl mal ein bisschen zu euch. Du hast ja die Fragen alle in allen Variationen schon mal gehört. Jetzt leg los und ich kuschel kurz mit Maddox. Also wir sind bei Instagram hauptsächlich oder eher vielmehr halt. Und versuchen halt schon regelmäßig da was zu posten. Halt auch nicht zu viel, weil bei ihm ist es auch teilweise so, dass er dann irgendwann auch keinen Bock mehr einfach hat. Und dann muss es ja auch nicht sein. Ich versuche ihn zwar schon, oder wir besser gesagt. Bisschen näher ran das Mikrofon jetzt. Wir versuchen schon, ihn natürlich auch so Sachen wie jetzt hier messen und so immer mal mitzunehmen, halt in Maßen. Man muss dazu sagen, er wurde als Junghund gebissen und hatte ziemlich viele schlechte Erfahrungen. Und dementsprechend müssen wir noch ein bisschen manche Sachen hin und wieder ausarbeiten. Und ja, da sind so Trainings wie jetzt auf einer Messe natürlich dann ideal. Das ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das ja dann doch auch mal, auch wenn man weiß, es ist vielleicht jetzt nicht 2 Tage lang, 20 Stunden lang förderlich, aber einfach mal jetzt auch die Aktion zu haben, auch dass er so sieht, ach guck mal, sind doch alle eigentlich ganz entspannt, mir tut hier gar keiner was. Genau. Kannst dir alles angucken, guck mal.
Ja, er lässt halt gerne mal den Clown raushängen und ist sehr ungeduldig. Das heißt, er singt dann gerne mal seine Lieder, wenn er hier sitzen muss oder irgendwo im Wartezimmer beim Arzt oder so. Dann ach, schön. Ist das für alle anderen immer sehr unterhaltsam. Ja, Followerzahl hattet ihr schon gesagt? Sei ehrlich, komm. Ja, ich meine, es waren nur so 4000. Vielleicht ja nachher ein paar mehr. Ja, wie gesagt, ist in Arbeit. Einfach, genau, Hashtag, wir liken uns, Dr. Clauders and Friends. Wie seid ihr auf Clauders aufmerksam geworden? Kanntet ihr es eigentlich als zufällig, Futter, ja, es war Zufall, weil er hat ziemlich viele Allergien. Und, er hat viel Energie, das bekommt Allergien. Ich. Ach so. Energie hat er auch sehr viel, ja, okay. Aber er hat auch sehr viele Allergien, was es mit dem Futter halt sehr schwierig macht. Stimmt, er darf kein Hühnchen, er darf kein Rind, er darf gewisse Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe nicht. Und wenn du dann normal Fertigfutter kaufst, dann funktioniert das meistens nicht. Und dann haben wir umgestellt auf Barfen und unterwegs, aber ein Stück Fleisch in der Tasche ist jetzt auch nicht so ideal, deswegen brauchst du irgendwelche Leckerchen und immer Kekse. Eine Tupperpackung dabei. Ja, wenn es nach ihm ginge, wäre das super, aber das habe ich jetzt nicht so gerne in meiner Tasche. Und dann haben wir halt die Trainingssnacks entdeckt. Okay. Und da es natürlich da dann auch Sorten gab, die er halt A gegessen hat, weil er so mochte und B auch gut vertragen hat, weil es halt wirklich nur das Fleisch ist und die nicht so komisch in der Tasche sind und irgendwelche leckeren Reste verursachen, haben wir die Danken natürlich ja, genommen. Cool. Ja, finde ich gut. Ja, ich bin muss ich zu meiner Schande gestehen, weil ich ja, meine Frau und ich, wir hatten ja 6 Jahre jetzt im Barfladen in Köln, also und haben ja sowieso nur die Frischfleischtheke und nur Barfberatung und so weiter, hatten dann immer auch 1-2 Trockenfutter da und natürlich auch die Dosen, unsere Barflinie von Clauders. Aber haben wir uns selber auch nicht dann noch mehr mit beschäftigt, weil wir ja eh frisch gefüttert haben. Jetzt haben wir einen neuen Laden in Köln aufgemacht, einen eigenen Dogstyler-Store, genau. Und haben jetzt noch ein viel größeres Sortiment von Clauders da. Und die haben sogar Pansen in der Dose. Ja, das haben wir gesehen. Wie geil ist das denn? Das haben wir schon gesehen. Pansen in der Dose. Man ist für ihn wieder schwierig. Pansen losreisen. Das ist der Knaller. Nee, wirklich. Also ja, aber Ernährung ist ja nun einfach mal, das ist wie bei uns Menschen, um doch mal ganz kurz da einen Ausflug hinzumachen, das ist ja wie bei uns Menschen auch ganz oft auch Start für viele Zivilisationskrankheiten, Mangelernährung und so. Und wenn man einfach ernährungstechnisch auch als Mensch aufpasst und sich gut ernähren will, wissen wir bei uns Menschen, gute Ernährung ist, dann gehen wir auf den Markt oder zum Bauern, holen uns frische Sachen und kochen die frisch. Wir wissen, dass das besser ist als eine Tütensuppe. Ja, richtig, das genau. Stimmt wohl. So, dann finde ich es immer so komisch, wie manchen Hundehaltern, manche, ich habe jetzt nicht gesagt alle, aber manche Ärzte oder manche Firmen sagen, nein, frisch, auf gar keinen Fall. Das ist das Schlimmste für ihr Lebewesen. Wo du so denkst, also alle, die jetzt nicht domestiziert sind, leben in der Natur und essen alle frisch. Ja. Im Zoo würde der Zoowärter, jetzt sag ich mal, den Löwen, die kriegen eine Antilope reingeschmissen und nicht hier, hast du Trockenfutter. So, das heißt, die würden ja eh frisch essen so, und überleben sogar ohne Barfbuch, ne? Ohne Waage. Ja, so, das war anfangs. Die essen frisch, es ist der Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Also da denke ich mir immer, also manche Berater, die sagen, nein, es ist super schwierig und nee, nehmen Sie mal unbedingt nur dieses Fertigfutter und so. Dann müsste die ganze Natur mittlerweile ausgestorben sein. Also irgendwie scheint es auch anders zu funktionieren, was ich damit sagen will. Es gibt hochwertiges Trockenfutter, es gibt hochwertiges Dosenfutter, es gibt ganz, ganz tolles Nassfutter, es gibt auch die Variante zu barfen. Ich finde einfach nur wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Man merkt selber, hat der Hund eine Allergie, hat er gutes Fell, ist er vielleicht ein bisschen zu dick, wie sehen die Zähne aus und so weiter und so fort. Und dass man da einfach mit Ernährung, wie bei uns Menschen, man einfach ganz viel, sag ich mal, entgegensteuern kann, wenn man sich darüber Gedanken macht. Wie man es am Ende des Tages macht, das ist einem selbst überlassen. Thank you.